So, willkommen zurück zum Gluba Infotag Online. Es geht weiter im Vortragsprogramm mit dem Paul Kieloch, also Stichworte Stahlbetonbau und Datenaustausch. Lassen Sie sich überraschen. Ich übergebe den Bildschirm. So, Paul, du kannst loslegen. Ja, vielen Dank, Andreas, für die Einleitung. Auch ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Global Infotag Online 2018. In meinem Vortrag geht es heute um die Schnittstelle bzw. den Workflow bezüglich Datenaustausch zwischen R5.5 und Autodesk Revit. Vielleicht noch ganz kurz im Vorfeld so ein kleines Schema, BIM-orientierte Planung. Sie sehen hier in der Mitte dieses Koordinationsmodell. Das entspricht jetzt für diesen Vortrag quasi unserem Revit-Modell. Außenrum sehen Sie dann die einzelnen Teildisziplinen, die man sich bei so einer Planung vorstellen kann. Wir möchten uns oder ich werde mich heute auf den Bereich Tragwerksplanung eben mit RFM und Koordinationsmodell mit Revit beschränken. Vielleicht im Vorfeld noch ein Hinweis zu den verwendeten Versionen. Sie sehen jetzt bei mir auf dem PC zum einen Autodesk Revit in der Version 2019. Und da finden Sie eben die Schnittstelle zu den Bluebal-Anwendungen in dieser Ribbon-Oberfläche, so wie sie jetzt hier in dieser Grafik auch gezeigt wird. Also die gesamte Schnittstelle befindet sich von der Steuerung her in der Revit-Anwendung. Also da finden Sie nach der Installation von RFM diesen Bluebal-Eintrag und da gibt es Schaltflächen für Modell Import, Export, Berechnungsparameter etc. Und das finden Sie einmal für die Anwendung RFM, also das sind jetzt hier diese rot markierten Symbole und dann rechts davon eben auch für RStab. Da würde das entsprechend analog funktionieren. Ich beschränke mich jetzt heute in diesem Vortrag rein mal auf das RFM. Bezüglich RFM, ich verwende die Version 5.17.01, also die aktuelle Kundenversion. Das hat den Hintergrund, dass wir jetzt in der aktuellsten Kundenversion noch ein neues Feature implementiert haben bezüglich dem Export von Bewährungsergebnissen bzw. einer vorhandenen Bewährung aus RF-Betonstäbe. Also das kann man sich jetzt seit neuestem auch in das Programm Revit exportieren lassen und das ist eben ab der Version 5.17 möglich. Also falls Sie dieses Webinar dann oder diesen Infotag dann im Nachgang nachspielen möchten, sollten Sie entsprechend darauf achten, dass Sie mindestens diese Versionen hier installiert haben. Zur Auswertung der Ergebnisse in Revit benötigen Sie des Weiteren noch dieses Structural Analysis Toolkit für Autodesk Revit. Das steht auf der Homepage von Autodesk zum Download zur Verfügung. Das können Sie sich entsprechend herunterladen und installieren. Sie benötigen das für die Auswertung bzw. Steuerung der aus dem RFM exportierten Ergebnisse in Revit. Ganz kurz ein paar Hinweise zu den Dialogen bzw. zu der Schnittstelle, wie die aufgebaut ist, dialogseitig. Wenn Sie ein Modell importieren möchten bzw. den Datenaustausch hier durchführen möchten, dann steht Ihnen dieser Dialog hier zur Verfügung. Hierbei ist das Ganze unterteilt in die zwei linken Register. Da geht es allgemein um Tragwerkseinstellungen bzw. allgemeine Einstellungen zu dem Modell, das hier erzeugt werden soll. Also das geht rein um Strukturdaten und der rechte Teil, der ist dann eher zum Einstellen der Ergebnisse bzw. Auswahl der Ergebnisse, die hier
aus dem RFM heraus in das Revit-Ding importiert werden sollen. Also das ist hier entsprechend so in die einzelnen Register unterteilt. Das sehen wir dann aber auch entsprechend im Nachgang dann direkt in der Live-Präsentation. Und damit möchte ich entsprechend auch mal diese PowerPoint-Präsentation beenden und direkt in das Revit-Programm umschalten. Sie sehen jetzt hier auf meinem PC einmal das Modell, das ich jetzt hier im Vorfeld vorbereitet habe. Ich zeige Ihnen das ganz kurz, damit Sie nur einen Überblick bekommen, was wir hier jetzt gemeinsam heute bearbeiten möchten. Also ich habe hier so einen Skelettbau im Prinzip, Massivbau, ausgesteift wird das Ganze hier durch eine Wandscheibe. Hier in dem Bereich habe ich noch einen Treppenhauskern mit so kleinen Büroflächen. Der Rest ist im Prinzip, sind alles im Prinzip Pendelstützen und eben hier diese Zwischendecken. Bemessen werde ich in meinem Beispiel heute lediglich die zwei Decken oder die eine Decke über dem ersten Obergeschoss. Ich werde aber das ganze Modell für die Schnittgrößenermittlung etc. in das Programm RFM übertragen. Optional hätten Sie auch die Möglichkeit, dass Sie jetzt hier nur die eine Decke übertragen. Das wäre theoretisch auch möglich, aber wie gesagt, für die Vorführung heute übertrage ich das ganze Modell nach RFM. Wir können uns vielleicht, bevor ich jetzt mit dem Export des Modells beginne, vielleicht nur an das, einen kurzen Blick auf das Berechnungsmodell werfen. Das Berechnungsmodell, da sollten Sie entsprechend Augenmerk darauf werfen, dass das von der Modellierung sauber durchgeführt wird, sprich Anschlüsse der Stützen an die Decken, da sollten Sie entsprechend darauf achten, dass das alles sauber miteinander verbunden ist. Sie müssen im Prinzip im Hinterkopf behalten, dass das, was wir aus dem Revit heraus ins RFM exportieren, im Prinzip dieses Berechnungsmodell hier ist, dieses analytische Berechnungsmodell, also sich da vielleicht nicht nur auf dieses 3D-Rendering hier konzentrieren, beziehungsweise das im Hinterkopf behalten, sondern auch immer einen Blick auf dieses analytische Berechnungsmodell im Hintergrund werfen. Wie gesagt, es handelt sich hierbei um den Massivbau. Ich werde das ganze Modell übertragen, also inklusive dieser Fundamente hier, Streifenfundamente, Einzelfundamente, so wie das hier eingegeben ist. Und Einstellungen hierfür, die finden wir, wie ich davor schon angesprochen habe, hier jetzt in dieser Ribbon-Oberfläche unter dem Eintrag global. Vielleicht nur einen kurzen Hinweis. Wenn Sie auf Ihrem PC das Revit installiert haben und Sie finden diesen Eintrag global hier nicht, dann können Sie einfach die Installation von RFM nochmal drüber laufen lassen und dann wird diese Schnittstelle hier automatisch mit installiert. Wie bereits gesagt, ist das Ganze hier unterteilt in verschiedene Schaltflächen. Für unser Beispiel heute benötigen wir eigentlich nur diese Schaltflächen hier für RFM und dann vielleicht noch ein Hinweis zu den Global-Parametern. Ich mache das Ganze jetzt zuerst einmal hier bei den Global-Parametern auf. Und zwar finden Sie hier Einstellungen bezüglich Strukturdaten, welche hier angezeigt bzw. importiert werden sollen. Da gibt es hier auch solche Einträge wie Global-Name für die Materialien. Also wenn sich das Material im Revit-Modell im Vergleich zum RFM-Modell unterscheidet. Das gleiche entsprechend auch für die Querschnitte, da könnten Sie hier Einstellungen vornehmen. Das zeige ich aber im Anschluss gleich nochmal. Und dann benötigen wir entsprechend diese zwei Schaltflächen hier. Einmal zum Modell exportieren und danach, wenn wir die Ergebnisse in RFM berechnet haben, wieder zum Importieren. Jetzt klicke ich zunächst einmal hier auf Modell exportieren. Und lege jetzt quasi fest, wie das neue Modell in RFM angelegt werden soll. Also ich sage jetzt hier RFM, neues Modell erzeugen, globale Z-Richtung oder Z-Achse, das kennen Sie ja entsprechend aus RFM, soll nach unten orientiert sein.
Und dann gibt es eben hier die von mir angesprochenen, unter den Global-Parametern festgelegten Querschnittsnamen bzw. Materialnamen. Das lasse ich hier jetzt mal bewusst deaktiviert. Das ist eine Option. Ich zeige Ihnen aber im Anschluss noch in AirFM, wie man das anders auch noch steuern kann. Also was ich jetzt hier einstellen muss, ist einmal die Z-Achse nach unten. Ich will ein neues Modell erzeugen und bei den Tragwerkseinstellungen gibt es jetzt hier die Einstellung, ob diese Einzelfundamente, die Sie jetzt hier unten sehen, in Knotenlager umgewandelt werden sollen oder in Flächen mit elastischer Bettung. Also da hätten Sie eine Möglichkeit. Das wäre jetzt analog auch bei den Wandfundamenten, bei diesen Streifenfundamenten hier drüben möglich. Ich habe jetzt das hier eingestellt als Knotenlager und als Linienlager in AirFM. Einfach mit dem Hintergrund, dass ich die Knotenlager dann sehr komfortabel zum Beispiel mit dem Modul RF und Pro nachweisen könnte. Wenn ich jetzt ein Flächenmodell erzeugt hätte für die Fundamente, dann tue ich mich bei der Nachweisführung dann ein bisschen schwerer. Deswegen lasse ich hier entsprechend Knotenlager und Linienlager stehen. Mit diesen Einstellungen hier bestätige ich den Dialog und es öffnet sich im Prinzip das Fenster für den Exportvorgang. Da kriege ich jetzt hier auch gleich die Meldung, dass der Exportvorgang erfolgreich war. Das schließe ich mir jetzt und wechsle jetzt in das AirFM rüber. Vielleicht nur kleinen Hinweis, den habe ich davor vergessen. Sie müssen entsprechend, wenn Sie das im AirFM, diese Schaltfläche hier ausführen bezüglich dem Modellexport, sollten Sie im Hintergrund immer das AirFM schon laufen haben, dass die zwei Anwendungen quasi parallel auf dem Rechner gestartet sind. Jetzt sehen wir hier das Ergebnis aus diesem Export aus Revit heraus. Das erste, was ich jetzt mal mache, ist, dass ich auf Speichern untergehe. Und ich speichere mir die Datei einfach mal ab. So, jetzt kann ich, oder was ich immer an dieser Stelle gern mache, ist, dass ich mir zum Beispiel dieses Arbeitsraster mal anpasse. Also ich kann hier oben auf diese Schaltfläche draufgehen und sagen, dass ich das Raster an die Größe des Modells anpassen soll. Das ist entsprechend hier dieser Haken. Und ich habe Ihnen ja davor schon gesagt, dass ich in dem heutigen Vortrag mich eigentlich nur mit diesen zwei Decken beschäftigen möchte. Deswegen lege ich mir jetzt über diese Schaltfläche auch meine Arbeitsebene hier oben rauf. Und dann habe ich jetzt hier mein Arbeitsraster hier oben. Als nächstes kann ich mal eine grobe Plausibilitätsprüfung durchführen. Also es gibt hier oben diese Schaltfläche Plausibilitätskontrolle. Die kann ich mal ausführen und würde dann entsprechend eine Fehlermeldung vom Programm erhalten, falls strukturell Probleme hier entstanden sind aufgrund problematischer Modellierung zum Beispiel. Das ist jetzt aber hier bei mir nicht der Fall. Eine zweite Möglichkeit, wenn man so ein Modell kontrollieren kann, das hat entsprechend auch der Herr Niemeyer in seinem Vortrag vorher angesprochen, wäre einfach ein ganz einfaches Mittel, dass man sich einfach einen Eigengewichtslastfall anlegt, den berechnen lässt und da die Ergebnisse auf Plausibilität prüft. Also ich kann jetzt hierher gehen und lege jetzt hier oben einfach mal den ersten Lastfall hier an. Das ist das Eigengewicht und ich ergänze das Ganze hier noch und Ausbau. Machen wir mal groß. Das Eigengewicht sind entsprechend hier ist aktiviert in Richtung der globalen Z-Achse, bestätige das, klicke hier oben einmal auf das Auge drauf und lass mir jetzt mal das Ergebnis berechnen für die importierte Struktur. Und das sieht hier jetzt schon ganz vernünftig aus, also das wäre jetzt so eine einfache Plausibilitätsprüfung, dass man sich jetzt hier die Verformungen zum Beispiel darstellen lässt. Ich schalte das mal aufs Drahtmodell um und jetzt kann ich ja hier schon ganz einfach feststellen, ob irgendwelche Decken nicht korrekt mit den Stützen verbunden sind, ob irgendwas über die ganze Länge hier zum Beispiel durchhängen würde. Da könnte ich jetzt gleich Fehler bei der Modellierung bzw. am Modell aus dem Export heraus feststellen. Also das ist immer so eine erste Plausibilitätsprüfung, die ich hier durchführe.
Wenn ich mir jetzt im nächsten Schritt die Ergebnisse mal ausschalte, ich schalte auch nochmal das Raster im Hintergrund mal aus, dann sehen Sie jetzt hier, dass das Programm auch automatisch schon das FE-Netz mit angelegt hat und auch hier mit darstellt. Ich kann jetzt zum Beispiel mal nur die eine Fläche hier darstellen. Und jetzt sehen Sie, wenn man hier drauf schaut, ich mache mal das verborgene Objekt im Hintergrund, lasse ich mal nicht mit darstellen, dass ich jetzt zum Beispiel zwischen der Oberkante von dieser Wandöffnung und der Oberkante von der Wand selbst nur zwei Elemente angelegt habe. Ähnliches oder ähnliche FE-Netzweiten sehen Sie auch hier drüben bei den Wandecken und Wandenden zum Beispiel. Den Stützenköpfen hier zum Beispiel in dem Bereich zwischen Öffnung und Stützenkopf, da haben wir auch nur ein Element drin. Sprich, ich müsste jetzt mein ganzes System mal überprüfen in Bezug auf die FE-Netzweite. Kollege Niemeyer hat ja im vorherigen Vortrag diese FE-Netzverdichtung gezeigt. Das ist ja ein sehr gutes Mittel, wo Sie als Anwender direkt steuern können, an welchen Stellen der Struktur soll eine FE-Netzverdichtung angebracht werden und an welchen nicht. Das ist eben eine Möglichkeit. Eine relativ neue Möglichkeit, die haben wir jetzt entsprechend seit diesem Jahr, seit der Version 5.15 implementiert, wäre die adaptive FE-Netzverdichtung. Sprich, das Programm ist in der Lage, die Stellen, wo es eine FE-Netzverdichtung braucht, selbst zu finden und automatisch an diesen Stellen auch feinere Elemente anzulegen. Und das Ganze möchte ich Ihnen jetzt hier in diesem Beispiel mal vorführen. Dazu gehe ich in die FE-Netzeinstellungen. Und Sie sehen hier diese angesprochene Standardweite von 1,5 Meter. Das passt für den Massivbau jetzt hier ganz gut. Müsste aber an gewissen Stellen eben über FE-Netzverdichtung optimiert werden. Und jetzt finden Sie hier oben diesen Reiter mit der adaptiven FE-Netzverdichtung. Da kann ich jetzt mal hier drauf klicken und das Ganze hier aktivieren. Und ich lasse jetzt das einmal mit dieser Standardeinstellung, was jetzt hier voreingestellt ist, mal durchlaufen und schaue, was legt mir jetzt das Programm überhaupt an oder was wäre jetzt der Vorschlag vom Programm für das FE-Netz. Bestätige das mit OK, das FE-Netz wird gelöscht und ich kann jetzt hier nochmal auf Berechnung draufgehen und sagen FE-Netz generieren. Sieht so aus und wie Sie sehen, ist da jetzt noch nicht so viel passiert. Also das FE-Netz sieht im Prinzip genauso aus wie im ersten Schritt. Woran liegt das Ganze jetzt? Und zwar finden Sie bei diesen FE-Netz-Einstellungen hier eine Genauigkeitseinstellung. Und falls diese adaptive FE-Netz-Verdichtung hier jetzt nicht greift, dann können Sie das Ganze entsprechend reduzieren. Also ich kann jetzt hier zum Beispiel von 0,5% auf 0,1% runtergehen und hier zusätzlich noch sagen, ich will auch eine Mindestlänge der Elemente hier mit berücksichtigen. Also das Programm soll quasi die Größe nach unten hin begrenzen. Und ich will jetzt hier für meinen Massivbau eine Mindestgröße von 15 cm für die FE-Elemente vorgeben. Ich kann das hier entsprechend eintragen. Und hier unten finden Sie noch eine Auswahl von der Last, auf die sich diese ganze Überprüfung entsprechend beziehen soll. Ich mache das jetzt hier für den Eigengewichtslastfall, sprich das Programm generiert zuerst einmal mit 0,5 Meter dieses FE-Netz, berechnet dann die Ergebnisse aus diesem hier definierten Lastfall, untersucht die Ergebnisse und falls das erforderlich wird, dann legt das Programm entsprechend dieser Vorgaben hier an den einzelnen Knoten eine FE-Netzverdichtung an. Ich bestätige das Ganze, klicke nochmal auf FE-Netz generieren und jetzt sehen Sie entsprechend, wie zuerst dieses Standardsnetz erzeugt wird und dann im Nachgang in einem zweiten Schritt die FE-Netzverdichtung vollständig automatisch angelegt wird. Und jetzt können wir mal gemeinsam hier ein bisschen durch das Modell durchschauen. Also ich sehe jetzt hier in den Bereichen, wo ich davor nur zwei Elemente über die Höhe angelegt hatte, habe ich jetzt entsprechend 6 Elemente
Und auch die Bereiche, hier zum Beispiel bei der Öffnung und dem Stützenkopf, da habe ich jetzt eine feinere FE oder feinere FE-Elemente. Und das Gleiche ist auch hier bei diesen Wandenden, Wandecken. Das ist dann vor allem wichtig, wenn Sie im Nachgang dann mit dem Modul RF-Stanz Pro einen Durchstandsnachweis an einem Wandende oder einem Wandeck durchführen möchten. Also diejenigen von Ihnen, die das Modul bereits verwenden, die wissen, dass man da entsprechend die Durchstandslast aus der Querkraft im kritischen Rundschnitt ermittelt. Und hierfür ist entsprechend auch ein adäquates FE-Netz erforderlich. Also sprich, hier muss man in den meisten Fällen mit einer FE-Netzverdichtung arbeiten. Die vom Programm angelegte FE-Netzverdichtung ist jetzt hier ausreichend, sodass ich jetzt mal weitermachen kann mit der Definition der Lastfälle und der Lasten. Also ich gehe jetzt hier mal in den Dialog zum Definieren der Lastfälle rein. Ich habe hier eigentlich den Ausbau, habe ich ja bereits definiert. Ich lege mir jetzt hier noch einen neuen Lastfall an, einmal für die Nutzlast und dann gleich noch für den Schnee. Windlasten lasse ich jetzt hier mal bewusst außen vor. Mir geht es jetzt rein einmal um die Deckenbemessung und um die Vertikallasten. Das Ganze ist jetzt hier, um auch diesen zeitlichen Rahmen nicht zu sprengen, hier relativ einfach gehalten. Also wie gesagt, ich beschränke mich hier lediglich auf die hier genannten drei Lastfälle. Lastkombinationen, Ergebniskombinationen könnte ich mir jetzt hier selbst anlegen. Ich will aber gleich noch die automatische Kombinatorik aktivieren. Deswegen lege ich jetzt hier auch noch nichts an, sondern bestätige diesen Dialog nur mit OK. Und kann jetzt hier oben einmal auf Eigenwicht und Ausbau gehen und zum Beispiel hier eine Flächenlast angeben von 1,5 kN pro Quadratmeter. Und das bringe ich mal jetzt hier im Prinzip auf die Flächen hier so auf. Dann schalte ich auf den nächsten Lastfall um, das wäre die Nutzlast. Hier mache ich jetzt im Innenbereich 3 kN pro Quadratmeter. Und dann gehen wir auf den Schnee. Und dann mache ich mal die 1,15. Und das wäre jetzt hier im Außenbereich. Also wie gesagt, sehr einfach gehalten. Es geht im Prinzip lediglich ums Demonstrieren des Workflows an sich. So, jetzt möchte ich für diese Situation mal die Kombinatorik erzeugen. Hierzu mache ich einen Rechtsklick auf den Modellnamen und gehe in meine Basisangaben rein, in diesen Basisangaben-Dialog. Und jetzt kann ich hier in diesem Bereich zunächst einmal eine Norm einstellen. Also ich will das Ganze nach Eurocode anlegen, nationalen Anhang für Deutschland. Und jetzt kann ich hier diese Kombinationen oder diese automatische Kombinatorik hier zuschalten. Und hier habe ich die Auswahl zwischen Lastkombinationen oder Ergebniskombinationen. Da ich jetzt hier weder mit Theorie zweiter Ordnung oder ausfallenden Elementen, Nichtlinearitäten arbeite, sondern im Prinzip auch nur die Ergebnisse der einzelnen Lastfälle hier für die Bemessung aufaddieren könnte, kann ich hier entsprechend auf die Ergebniskombinationen umschalten. Bestätige das mit OK. Und wenn ich jetzt hier oben drauf klicke auf diese Schaltfläche, dann sehen Sie ganz kurz, wie auch automatisch die komplette Kombinatorik hier angelegt wurde. Ich gehe nochmal kurz in den Dialog mit den Kombinationen hier rein und schauen wir uns das Ganze nochmal an. Also ich habe hier meine Lastfälle definiert, Einwirkungen, Kombinationsregeln, die sind automatisch voreingestellt, die benötigen wir in der Form dann auch für die Nachweise in Betonflächen, also das lasse ich hier zuvor eingestellt. Dann haben wir als Vorstufe die Einwirkungskombinationen. Die Lastkombinationen habe ich ja im Basisangabendialog deaktiviert, deswegen ist dieses Register hier leer. Was wir aber hier erhalten, sind Ergebniskombinationen. Und hier unten sehen Sie jetzt die EK11, das wäre die EK für den Grenzzustand der Tragfähigkeit. Und hier 12 bis 14, das wären meine Ergebniskombinationen für den Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit, charakteristisch
häufig und quasi ständig. Die benötige ich jetzt dann gleich für die GZG-Nachweise in Betonflächen. Das Ganze kann ich mit OK bestätigen und dann speichere ich das Ganze ab. Gehe mal hier oben auf meine EK11 und lass mir das Ganze mal schnell durchrechnen. Und bevor ich jetzt in Betonflächen in die Bemessung einsteige, schauen wir uns erstmal die Ergebnisse für diese EK11 mal an. Das sieht jetzt soweit mal gut aus. Ich schalte jetzt nur mal die von der Verformung jetzt zum Beispiel auf die Querkraft in X-Richtung in der Fläche, also Vx. Und lasse das Ganze mal für den Teil der Struktur mal darstellen. Ich kann mir jetzt hier auch für den Teil, den werde ich ja auch später öfters verwenden, auch gleich mal eine Ansicht anlegen. Da kann ich jetzt auch sagen, Decke über OG1. Bestätige das Ganze und dann habe ich diese Decke hier auch für die weitere Auswertung, sprich fürs Ausdrucksprotokoll etc. hier in meinem Ansichtennavigator abgespeichert. Jetzt wenden wir uns mal die Ergebnisse, ich schalte jetzt mal hier auf die Ansicht in Z-Richtung, wenn wir uns jetzt hier mal die Ergebnisse anschauen und hier auch mal im Ergebnispanel auf dieses Farbspektrum umschalten, dann sehen Sie jetzt hier, ich mache das ein bisschen breiter, damit man das besser sieht, dann sehen Sie jetzt, dass wir hier relativ hohe Spitzenwerte haben bei den Grundschnittgrößen. Das sieht man jetzt zum Beispiel hier über der Stütze. Das ist jetzt einmal hier bei der Grundschnittgröße, bei der Querkraft, zieht sich aber im Prinzip durch alle Schnittgrößen hier so durch. Und wenn ich jetzt meine Bemessung in Betonflächen hier starten würde, dann würde ich mir entsprechend auch an diesen Elementen hier diese hohen Spitzenwerte mit in die Bemessung mit reinziehen. Ich möchte das im Vorfeld schon abdämpfen, die ganzen Ergebnisse, und nutze dafür die in RFM zur Verfügung stehenden Glättungsbereiche. Dazu schalte ich jetzt mal in meinen Datennavigator um und Sie finden jetzt hier unter den Ergebnissen und unter den Schnitten hier diese Glättungsbereiche. Und ich möchte jetzt hier einmal für die Bemessung Glättungsbereiche anlegen. Und zwar schalte ich mal die Ergebnisse hier mal aus, damit wir uns von der grafischen Anordnung dieser Glättungsbereiche ein bisschen leichter tun. Rechtsklick auf den Glättungsbereich und neuer Glättungsbereich. So, und jetzt kann ich hier die Fläche auswählen. Das wäre jetzt hier in dem Fall die Fläche Nummer 2. Dann kann ich den Mittelpunkt des Glättungsbereichs auswählen und die Abmessungen. Ich zeige jetzt mal einen halben Meter auf einen halben Meter. Bestätige mit OK. Und jetzt sehen Sie hier auch diesen Glättungsbereich. Wichtig ist entsprechend, dass Sie innerhalb des Glättungsbereichs entsprechend auch eine Anzahl an Elementen hier eingegeben haben. Wenn Sie jetzt hier ohne FE-Netzverdichtung arbeiten würden, dann hätte das Programm quasi keine Grundlage oder zu wenig Elemente oder Ergebniswerte, um überhaupt hier eine Glättung durchzuführen. Also Sie sollten hier auch entsprechend schauen, dass eine gewisse Anzahl an Elementen hier innerhalb des Glättungsbereichs vorhanden sind. Jetzt habe ich das Ganze hier an der einen Stütze hier angelegt. Ich möchte das jetzt aber im Prinzip an allen Stützen hier und an allen Wandenden und Wandecken haben. Und dazu kann ich jetzt einfach mit Drag and Drop, also einfach mit gedrückter Steuerungstaste das Ganze hier von einem Punkt zum nächsten schieben, weil das ist relativ leicht hier möglich. Jetzt gehe ich mal in die andere Fläche rüber. Ich schiebe jetzt das auch hier rüber, auch wieder mit gedrückter Steuerungstaste, dann erscheint hier das kleine Plus und Sie sehen quasi, dass Sie das kopieren und nicht nur verschieben. Jetzt sehen Sie hier oben diesen grafischen Effekt, dass hier dieser Glättungsbereich hier oberhalb der Decke hier angezeigt wird. Also es ist quasi so ein Symbol, dass der nicht richtig zugeordnet ist. Also wenn ich jetzt hier einen Doppelklick drauf mache, dann sehe ich, dass dieser Glättungsbereich der Fläche 2, das war die Fläche hier drüben, zugeordnet ist. Ich bin aber jetzt hier mit diesen Knoten hier bereits in der Fläche Nummer 4, der angrenzenden Fläche, und das Ganze muss ich hier umstellen.
wähle hier jetzt quasi die Fläche Nummer 4 aus, bestätige das wieder und jetzt habe ich hier auch wieder diese Symbolik für diese Glättungsbereiche hier vorhanden in meinem Modell. Wie in der Fläche Nummer 2 kopiere ich mir diese Glättungsbereiche jetzt mit Drag and Drop auch hier in dem Bereich. Ich kann hier jetzt zum Beispiel auch das Ganze hier in das Eck hier noch hinziehen. Dann haben wir hier auch Wandecken und Wandenden. Da kann man das entsprechend auch mit berücksichtigen. Wichtig vielleicht nur in dem Zusammenhang, wenn Sie einen Durchstandsnachweis in Stanz Pro machen würden, dann werden die Glättungsbereiche für die Ergebnisse in Stanz Pro oder für die Berechnung in Stanz Pro nicht mit berücksichtigt. Also Stanz Pro nimmt die Ergebnisse aus der RFM-Berechnung ohne Berücksichtigung dieser Glättungsbereiche her. Das ist jetzt der letzte Knoten hier unten, den brauche ich noch. So, und jetzt werde ich mit der Definition meiner Glättungsbereiche hier fertig. Wenn ich jetzt meine Ergebnisse einschalte wieder, dann sehen Sie jetzt diesen Effekt von diesen Glättungsbereichen, zum Beispiel hier in dem Bereich. Ich kann auch nochmal Ansicht in Z-Richtung machen, ein bisschen weiter reinzoomen. Und jetzt können Sie mal auf die Max-Min-Werte hier achten in der Darstellung von der Querkraft. Wenn ich jetzt in meinem Ergebnisnavigator diese Glättungsbereiche deaktiviere, dann sehen Sie, wie der Wert hier nach oben schnellt. Wenn ich die Glättungsbereiche wieder aktiviere, dann geht der entsprechend wieder runter. Und das sind jetzt diese Schnittgrößen, die ich über einen bestimmten Bereich, das war jetzt für mich mal ein halber Meter voreingestellt, verschmiere, in Anführungszeichen, und diese Werte möchte ich jetzt bei der Bemessung in Betonflächen berücksichtigen. Dazu öffne ich jetzt das Zusatzmodul RF Betonflächen. Der nationale Anhang für Deutschland ist jetzt hier voreingestellt bei mir, das passt soweit. Im Register Tragfähigkeit wähle ich die EK11 aus, also Sie sehen entsprechend diese rote Fahne für die Tragfähigkeit. Und im Register Gebrauchstauglichkeit, da wähle ich jetzt meine EK 12 bis 14 aus. Durch das, dass das eine automatisch generierte EK ist, kann das Programm auch hier die Bemessungssituation richtig zuordnen. Also charakteristisch, häufig, quasi ständig. Also da werden halt für die entsprechenden Nachweise in Betonflächen die jeweiligen Bemessungssituationen verwendet. Gehen wir weiter zu den Materialien. Hier gibt es entsprechend die Auswahl der Betonfestigkeit. Das ist jetzt hier richtig voreingestellt. Ich gehe weiter auf die Flächen. Und hier kann ich Vorgaben bezüglich der Gebrauchstauglichkeitsnachweise durchführen. Ich kann jetzt hier zum Beispiel beim Nachweis der Rissweitenbegrenzung einstellen, wie ich das Ganze berechnen möchte. Also ich kann jetzt das zum Beispiel rein über die Nachweise von LIMDS und LIMSL durchführen und zum Beispiel die Mindestbewährung aus Biegezwang hier zum Ansatz bringen und zum Beispiel auch die errechnete oder den errechneten AS-Min-Wert um 15% reduzieren für langsam erhärtenden Beton. Das sind hier entsprechend Voreinstellungen, die ich in diesem Register hier tätigen kann. Sie sehen jetzt hier oben, dass das Programm standardmäßig alle Flächen, die jetzt hier in dem Modell vorhanden sind, bemessen wollen würde. Ich möchte jetzt aber nur diese eine Decke über dem ersten Obergeschoss bemessen. Deswegen gehe ich jetzt in meinen Bewertungssatz hier rein und wähle mir jetzt nur mal eine Fläche aus, das wäre jetzt die Fläche Nummer 2. Und sage jetzt hier, Decke über OG1. Und ich möchte jetzt hier auch noch unterscheiden zwischen Außenbereich und Innenbereich. Also ich sage jetzt hier mal Außenbereich, das ist die Fläche Nummer 2. Und jetzt kann ich hier bei der Bewährungsanordnung zum Beispiel sagen, ich möchte die Betondeckung nach einer bestimmten Norm haben oder beziehungsweise nach den Normvorgaben. Die Norm an sich habe ich ja in der Maske 1.1 ausgewählt. Und in dem Bearbeiten-Dialog kann ich jetzt sagen, dass ich auf der Unterseite zum Beispiel XC1 habe und das auf der Oberseite abweichend davon einstellen möchte, zum Beispiel XC3.
bestätige das Ganze mit OK. Und jetzt sehen Sie hier, wie sich das Maß der Betondeckung für die Oberseite und für die Unterseite hier entsprechend ändert. Hier bei der Zusatzbewehrung, da möchte ich entsprechend die gleiche Lage verwenden wie für die Grundbewehrung. Also trage ich das hier auf 3,5 bzw. 2,5 ein. Bei der Längsbewehrung gebe ich noch vor, dass ich eine Grundbewehrung, diese Q-Matte hier verwenden will, auf der Ober- und auf der Unterseite. Also Durchmesser 10 alle 15. Den Durchmesser 10 verwende ich auch bei der Zusatzbewehrung. Für den Querkraftnachweis möchte ich nur die statisch erforderliche Längsbewehrung ansetzen. Die anderen Bemessungsparameter bezüglich Mindestlängsbewehrung, Mindestschubbewehrung, das können wir oder lasse ich jetzt entsprechend hier bei, diese Einstellungen. Und was ich jetzt mache, ist, ich kopiere mir diesen Bewehrungssatz mit all seinen Vorgaben bezüglich der Bemessung über diese Schaltfläche. Und das Programm trägt mir jetzt automatisch hier alle fehlenden Flächen hier ein. Ich möchte jetzt aber nicht alle Flächen hier wieder bemessen, sondern nur die rechte Fläche, die Fläche Nummer 4. Und sage jetzt hier, Decke über OG1 ist es wieder, aber in dem Fall innen. Und da kann ich jetzt quasi zur Vorführung hergehen und hier wieder sagen, die Betondeckung soll auf der Ober- und Unterseite entsprechend die gleiche sein. Das wären jetzt hier meine Vorgaben für den Bewehrungssatz bzw. für die beiden Bewehrungssätze. Und bevor ich jetzt die Bemessung starte, muss ich jetzt noch in meine Detaileinstellungen hier kurz einen Blick reinwerfen. Und hier finden wir diese Option, dass für die Bemessung die geglätteten Schnittgrößen verwendet werden sollen. Also ich habe ja davor überall meine Glättungsbereiche angelegt, um eben diese Spitzen aus den Flächenschnittgrößen hier abzudämpfen. Und diese geglätteten Ergebniswerte, die muss ich jetzt entsprechend aktiv hier anwählen, damit die für die Bemessung auch verwendet werden. Hake das an und klicke jetzt entsprechend einmal auf die Berechnung und das Programm startet jetzt quasi die Bemessung in Betonflächen. Also einmal werden jetzt zunächst einmal die Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit durchgeführt, sprich eine Bewehrung für jedes Element errechnet. Und dann wird auf Grundlage dieser vorhandenen Bewehrungskonfiguration Element für Element der GZG-Nachweis geführt. Und falls an einer Stelle dann der GZG-Nachweis nicht eingehalten wäre, mit der Bewehrung aus dem GZT-Nachweis, dann geht das Programm eben automatisch über und erhöht die Bewehrung oder die erforderliche Bewehrung automatisch. Es kann jetzt entsprechend einen kleinen Augenblick dauern, sollte aber auch gleich durchgeführt sein. So, die Ergebnisse sind jetzt vorhanden. Also ich habe jetzt einmal die Ergebnisse erforderliche Bewehrung. Die schließen jetzt quasi den Grenzzustand der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit hiermit ein. Und ich sehe hier auch Ergebnisse flächenweise für die Fläche 2 und 4. Entsprechend sind es diese Gebrauchstauglichkeitsnachweise. Hier kann ich mal sehen, was hier eingehalten ist und was nicht eingehalten ist. Wir haben hier einmal eine rote Zeile, das wäre aber jetzt hier eine minimale Überschreitung, ist aber in dem Sinn nicht problematisch, da wir ja die Rissweite über LIMDS nachgewiesen haben und wir können uns dann nochmal im grafischen Verlauf noch anschauen, wo das überhaupt auftritt. Ich nehme an, das ist eine kleine Singularität hier, die jetzt zu dieser Ausnutzung hier führt. Also ich gehe jetzt hier mal auf die Grafik und jetzt
gehen wir nochmal ganz kurz an das eben angesprochene Thema bezüglich der Ausnutzung und da können wir uns mal hier im SL mal anschauen. Da haben wir hier diesen Bereich und wenn ich jetzt Werte an Flächen mir noch anzeigen lasse und hier mal bei den Extremwerten auf das gesamte Modell umschalte, dann sehen Sie jetzt hier, ja, das ist ein ganz kleiner Bereich hier, da wo das Ganze drüber ist. Also im Grunde ist die vom Programm ausgelegte Längsbewährung hier ja, ausreichend, damit alle Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit hier eingehalten sind. Und jetzt wollen Sie wissen, was ist jetzt das für eine Bewährung? Also ich gehe jetzt hier entsprechend auf erforderliche Bewährung, schalte hier auf die umhüllende aus Grenzzustand der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit und sehe jetzt hier grafisch entsprechend den Verlauf der erforderlichen Bewährung und kann hier umschalten zwischen den einzelnen Bewährungsrichtungen. Und jetzt könnte ich zum Beispiel hergehen, ich markiere mir jetzt nur die Fläche Nummer 2, sage Sichtbarkeit mittels selektierter Objekte, schaue mir das Ganze hier an, zoome da mal rein und könnte jetzt so einen Ergebnisverlauf in ein Ausdrucksprotokoll drucken, also zum Beispiel Rechtsklick auf ein neues Ausdrucksprotokoll. In der Selektion wähle ich jetzt hier mal an, dass ich keine RFM-Daten sehen will, sondern nur im Prinzip Ergebnisse aus Betonflächen. Bestätige das Ganze. Dann öffnet mir das Ausdrucksprotokoll zunächst einmal ja, ein Dokument, wo rein Ergebnistabellen vorhanden sind. Das Ganze kann ich jetzt entsprechend auch mal mit Grafiken füllen. Also hierzu speziell bei Betonflächen eignet sich entsprechend auch der Massenprint oder Seriendruck. Ich speichere das Ganze mal ab und gehe auf den Dialog Grafik drucken. Sage jetzt in das aktuelle Ausdrucksprotokoll über diese gesamte Höhe. Eine Drehung von 90 Grad will ich hier noch mit vornehmen und gebe jetzt dem Programm nur entsprechend die Einstellung, was über den Seriendruck gedruckt werden soll. Also sind im Prinzip Ergebnisse, die erforderliche Bewährung für die Nachweise im Grenzzustand der Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit. Und jetzt kann ich hier sagen AS1 oben, AS2 oben, AS1 und AS2 unten und ich kann auch noch zum Beispiel den Verlauf von ASW hier anhaken. Sie sehen jetzt entsprechend 5 Grafiken. Bestätige das mit OK. Hier habe ich noch eine Einstellung bezüglich der Größe der Grafik. Ich will das entsprechend fensterfüllend haben. Das passt soweit. Bestätige mit OK. Und komme dann gleich in mein Ausdrucksprotokoll rein und jetzt sehen Sie hier diese 5 Grafiken. Jetzt ist es so, dass wenn man jetzt hier auf den Export zum Beispiel geht, ich exportiere mir das Ganze in ein PDF-Dokument, machen wir mal einfach die 1 draus. Dann exportiert mir das Ausdrucksprotokoll das Ganze in ein PDF-Dokument und wenn ich jetzt auf die Grafik zum Beispiel gehe und sage einmal nach rechts drehen, und hier oben an Größe anpassen, dann sehe ich ja diese Verläufe hier. Und jetzt gibt es ab und zu entsprechend die Anmerkung, Mensch, ich möchte das aber nicht nur über das Ausdrucksprotokoll hier dokumentieren, weil meine Struktur so eine Größe hat, dass das vielleicht auf A4 bzw. A3 vielleicht kompliziert ist, ja, vielleicht nicht so detailliert ausgewertet werden kann. Welche Möglichkeiten bietet da entsprechend Blueball an, um das Ganze auch noch in einer anderen Form auswerten zu können. Und dazu können wir jetzt hergehen und wieder unser Revit-Modell verwenden. Also ich kann jetzt hier mal das Ganze schließen, schließe auch mal dieses Ausdrucksprotokoll, gehe mal wieder auf meine Sichtbarkeit. Beziehungsweise kann das Ganze auch hier oben aufheben. Dann sehen Sie das ganze Modell mit den Ergebnissen. Die Glättungsbereiche, die kann ich ja auch mal hier ausschalten. Die finden Sie entsprechend auch
im Zeigennavigator. So sieht das Ganze aus. Ich könnte jetzt quasi so eine Grafik, wie ich das jetzt hier sehe, auch wieder in mein Revit-Modell exportieren und in Revit zum Beispiel Pläne anlegen mit dem Ganzen. Wie gesagt, dazu können wir auch die Schnittstelle verwenden. Ich gehe also wieder in mein Revit-Programm rüber und wechsle jetzt von dieser 3D-Ansicht in das Berechnungsmodell. Ich mache das Ganze mal zu, kopiere mir das Ganze, mache hier rein. So. Und in diese Ansicht hier, die ich jetzt hier habe, möchte ich jetzt diese Ergebnisse importieren. Dazu gehe ich wieder auf mein Global-Register und sage hier Modell importieren. Sage ich vorhandenes Modell aktualisieren, das passt soweit. Tragwerkseinstellung, das belassen wir alles so bei eingestellt. Und jetzt finden Sie hier eben unter diesen Register Einstellungen für Ergebnisse die Art der Ergebnisse, das können Sie hier entsprechend einstellen. Die Quelle, und da wäre es jetzt möglich, Schnittgrößen etc. von den ganzen Lastfällen aus Airframe hier zu importieren. Das möchte ich im Prinzip nicht machen. Ich deaktiviere das alles. Das Einzige, was ich jetzt hier importieren möchte, wären die Ergebnisse aus Betonflächen aus dem Fall 1. Also wähle ich hier entsprechend aus. Und in dem Register hier unten, da gehe ich auf die Bewertung. Da habe ich AS1. Oben unten, AS2 oben unten und eben die Schubbewertung. Und hier kann ich jetzt noch sagen, für Grenzzustand, Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit entsprechend die Umhüllende. Das wären meine Einstellungen dafür. Hier rechts im letzten Register, da gibt es Einstellungen für Bewährung. Das zeige ich Ihnen dann gleich im Anschluss. Und zwar wären das jetzt quasi nicht direkt Bewährungsergebnisse über den grafischen Verlauf, sondern direkt quasi Bewährungs ja, Vorschläge, die man da aus Airframe heraus in Revit exportieren kann. Das zeige ich Ihnen gleich im Anschluss. Mit diesen Vorgaben starte ich jetzt hier die Schnittstelle. Und jetzt werden hier die Ergebnisse eingelesen. Und jetzt können wir auf das Register Berechnung wechseln. Und Sie finden jetzt hier diese Ergebnisverwaltung und diesen Ergebnisexplorer. Das ist das, was ich zu Beginn meines Vortrags angesprochen habe, dieses Structural Analysis Toolkit. Das benötigen Sie entsprechend für diese Ergebnisverwaltung. Und wenn ich da jetzt drauf klicke, dann sehen Sie jetzt diese Ergebnispakete, die jetzt hier importiert wurden. Und das ist entsprechend hier mein Modell, mein Airframe-Modell. Sie sehen auch den Zeitpunkt, wann ich das Ganze jetzt hier angelegt habe. Und da könnte man jetzt hier mehrere Ergebnisse steuern, beziehungsweise auch herauslöschen, etc. Und jetzt kann ich mir in dieser Ansicht hier einmal die Ergebnisse, die ich importiert habe, auch einblenden. Dazu gehe ich auf den Ergebnis Explorer hier. Und hier kann ich jetzt zum Beispiel die erforderliche Bewährung auf der Unterseite von der Fläche zum Beispiel einblenden. Das sieht jetzt hier so aus. Und so weit, so gut. Also Sie sagen jetzt vielleicht, ja, ich will aber jetzt hier den grafischen Verlauf aus meinem Airframe haben, weil das im Prinzip mein Ausdruck zusammenpassen muss. Also vielleicht Ausdrucksprotokoll mit ergänzenden A2-Plänen zum Beispiel. Und da gibt es entsprechend auch eine Einstellung. Sie können auch wieder in diesen Ergebnis-Explorer hier reingehen. Und hier unter dem Stil finden Sie diese Farbkarte und da können Sie umstellen auf gefärbte Flächen Blueball anwenden. Und dann sieht das Ganze hier schon so aus wie im Prinzip wie im Airframe. Jetzt kann ich diese Ansicht auch mal umbenennen und zum Beispiel AS1 unten das Ganze umbenennen. Und jetzt möchte ich für die ganze Struktur mal nur für diesen Plan, für diese Ansicht mal den Rest hier ausblenden. Na, so. So. Jetzt.
Ausblenden Elemente. So, jetzt sehe ich quasi nur meine Decke von oben und kann mir jetzt hier mein Wertebereich oder mein Panel auch so hinschieben, wie ich das Ganze möchte. Und jetzt wäre dann der nächste Workflow, dass ich mir mehrere solche Ansichten, also ich habe jetzt das einmal exemplarisch für AS1 unten durchgeführt. Sie können sich das entsprechend für alle Ergebnisse kopieren und die Ergebnisse hier für die anderen Bewährungslagen bzw. Richtungen und auch die Schubbewährung hier einfügen. Und dann legen Sie sich hier unter Pläne einen neuen Plan an. Ich lege jetzt einfach mal A1 an. Und dann kann ich jetzt einmal dieses Berechnungsmodell, so wie ich das jetzt hier habe, beziehungsweise mein AS1 unten, hier mal so reinziehen. Das wäre eine Möglichkeit. Und könnte das Ganze jetzt entsprechend füllen mit den anderen Bewährungsergebnissen, also für die anderen Lagen und Richtungen. Könnte hier das Ganze auch zum Beispiel mit einer 3D-Ansicht hier noch vervollständigen und dann relativ schnell eben über diese Schnittstelle zusätzlich zu dem RFM Ausdrucksprotokoll einen A2, A1 Plan anlegen, den ich da als Anhang mit anfüge, sodass dieser Bewährungsverlauf oder Verlauf der erforderlichen Bewährung zusätzlich dokumentiert wird. Das war es jetzt einmal in Bezug auf die auf den Import der Ergebnisse aus RFBeton-Flächen. Das schließe ich jetzt mal hier wieder. Gehe mal auch auf mein Berechnungsmodell zurück. Hier haben wir diesen Plan. Was ich Ihnen jetzt aber abschließend noch zeigen möchte, das wäre quasi das neueste Feature in RFBeton-Stäbe, und zwar gibt es jetzt hier die Möglichkeit, dass ich die vorhandene Bewährung aus Betonstäbe hier auch in das Revit importieren kann. Für alle Teilnehmer des Blueball Infotag Online von 2017, die haben das Ganze schon fürs Modul RFBeton-Flächen gesehen, also da können wir das schon länger, also die freie Flächebewährung, die was man da definieren kann, die können Sie in das Revit exportieren. Und das Ganze gibt es jetzt auch entsprechend für Betonstäbe. Um Ihnen das Ganze vorzuführen, wechsle ich wieder in mein RFM und lege jetzt einen ganz einfachen Fall in Betonstäbe an. Und zwar gehe ich im Datennavigator auf das Modul RFBetonstäbe und wähle jetzt zur Bemessung einfach mal die EK11 aus. Gebrauchstauglichkeit, Brandschutz nehme ich mal außen vor. Es geht jetzt lediglich darum, Ihnen mal einen Workflow zu zeigen. Also diese Ergebnisse an sich werden jetzt nicht realistisch sein. Es geht darum, Ihnen den Workflow hier im Programm zu zeigen. Also ich lege jetzt hier einfach die EK11 an, gehe jetzt hier auf meinen Bewährungssatz. Ich will auch alle Stäbe bemessen, das ist jetzt hier soweit mal in Ordnung. Das erste, was ich hier mache, ist einmal diese Bewährungsanordnung, und da möchte ich jetzt, damit das Ganze mal relativ schön veranschaulicht werden kann, das Einstellen auf gleichmäßig umlaufend. Also ich will jetzt quasi um meine Rechteckstützen mit 35 auf 35 cm hier außenrum mal eine Bewährung anlegen. Und dazu möchte ich gleich berücksichtigen, zum Beispiel 8 Durchmesser 12 mm. Also ich setze jetzt als Anwender das als Grundbewährung mal voraus, und das Programm weist mir dann diese Grundbewährung nach. Falls ich aufgrund der Schnittgrößen eine höhere Bewährung brauche, dann kann ich hier auch sagen, erhöhe mir diese Grundbewährung mit diesen Durchmessern hier. Also zum Beispiel lasse ich das jetzt hier auf 12 mm eingestellt. Ich möchte jetzt quasi nur 12er Eisen hier mal verwenden. Die anderen Einstellungen bezüglich der Bügel etc., Betondeckung, das lasse ich jetzt für dieses Beispiel mal unverändert. Es geht im Prinzip nur um den Bewährungsvorschlag, den uns jetzt hier Betonstäbe anlegt.
Und zwar sehen Sie den hier in der Maske 3.1 vorhandene Längsbewährung. Also ich habe jetzt hier meine 8 12er Eisen. Das ist dieser Bewährungsvorschlag, den Sie hier auch in dem 3D-Rendering sehen, wenn wir hier umschalten. Und das Ganze können wir jetzt exportieren und in Revit weiterverarbeiten. Dazu gehe ich mal auf die Grafik, sehe auch dieses Rendering hier. Ich schalte mal den Verlauf von AS erforderlich mal aus. So, das ist jetzt mein Rendering mit den mit der vorhandenen Bewährung in den einzelnen Stäben. Ich speichere das Ganze ab. Wechsle jetzt in Revit. Gehe wieder auf diese Glueball-Schnittstelle. Sage Modell importieren. Und jetzt gibt es hier auch wieder diese Einstellung für die Ergebnisse. Also ich möchte jetzt hier keine Ergebniswerte in dem Sinn importieren, sondern Einstellung für die Bewährung. Also ich möchte eine Bewährung übernehmen. Das Ganze wird jetzt hier nicht über einen Ergebnis-Explorer gesteuert, sondern über Ansichten. Also ich erhalte jetzt quasi für diese Stabbewährung hier eine Ansicht, 3D-Ansicht. Hier könnte ich auch wieder die Quellen auswählen, das passt soweit. Und da ist jetzt entsprechend die Einstellung bezüglich Flächenbewährung und Stabbewährung. Flächenbewährung, das habe ich ja davor angesprochen, das finden Sie, wenn Sie das nochmal nachsehen möchten, in den Blueball Infotag online von 2017. Da habe ich das entsprechend für die Flächenbewährung gezeigt. Wir bleiben jetzt rein bei der Stabbewährung. Ich klicke jetzt hier auf Start. Schließe den Dialog. So, und jetzt sehen Sie hier, weil wir eben Ansichten importiert haben, unter 3D-Ansichten hier 3D-Bewährung. Und jetzt sehen Sie exakt das Ergebnis, das wir in Betonstäbe hier nachgewiesen haben. Also das ist diese Bewährung, die mit der die Nachweise hier erfüllt werden. Die erhalte ich jetzt hier in Revit. Die einzelnen Eisen hier, beziehungsweise auch die Bügel. Ich kann jetzt hier mal draufklicken. Und dann sehen Sie hier die einzelnen Bügel. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel sagen, ich will nicht 12 Bügel haben, sondern zum Beispiel 25. Und dann wird das entsprechend auch angepasst. Ich kann auch hier die Bügelform beziehungsweise die Form der Längsbewährung hier anpassen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das sind hier die Bordmittel von Revit. Aber Sie haben auch die Möglichkeit, diese Ergebnispakete hier in Revit auch in Add-ons in Revit von anderen Anbietern hier entsprechend zu bearbeiten. Also wenn Sie aus diesem Ergebnispaket sich einen Bewährungsplan anlegen möchten und Sie verwenden Revit mit mit entsprechenden Aufsätzen, dann haben Sie hier die Möglichkeit, auf diese Ergebnispakete zuzugreifen. Das, denke ich, ist doch ein schöner Workflow, wo Sie die Ergebnisse aus Betonstäbe hier relativ schnell und komfortabel in das Revit importieren und da weiterverarbeiten können. Das ist jetzt der letzte Stand der Entwicklung in RFM5 und der Schnittstelle zu Revit. Ich hoffe, das war informativ für Sie und würde diesen Vortrag an dieser Stelle jetzt beenden und dann wieder zu meinem Kollegen Herrn Hörold übergeben. Okay, Paul, vielen Dank für den interessanten Vortrag, auch zu dem neuen Feature, was ja noch ein relativ junges Feature ist, der Stabbewährungsexport zu Revit. Ich wechsle nochmal auf meinen Bildschirm. Wir machen jetzt eine kurze Pause oder eine Stunde, ist ja doch eine relativ lange Pause, und treffen uns dann 13 Uhr wieder hier, wenn Sie sich für Stahlbauverbindungen interessieren. Also bis dahin, guten Appetit.